Hallo, guten Tag, liebe Freunde. Heute ist Mittwoch und mein Thema heute sollte an sich eine kleine Geschichte sein, die ich euch erzähle. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir am Freitag, am Karfreitagmorgen um 11 Uhr, ein Geschenk gemacht haben oder machen werden für alle diejenigen, die mal in den Genuss einer energetischen Reinigung nach Joshua kommen möchten und die sich einfach mal verwöhnen lassen wollen und mal reinfühlen, wie sich denn sowas anfühlt. Und darum ist auch das Thema von dem kleinen Text, den ich vorbereitet habe, heißt Geschenke der Liebe des Universums nicht verwehren. Nicht einfach sagen, das ist nichts für mich. Probieren. Probieren geht über Studieren, gibt es ja auch so Sprichwörter. Eine Geschichte der Liebe erzählt von mir zum aktuellen Zeitgeschehen. Ich lese dann mal den vorbereiteten Text. Komm mit mir nach Eden, wo unsere Ursprünge liegen, wo das höchste Wesen den Menschen erschuf, ihn zum König machte, ihm ein Reich der Liebe gab. Dieses Reich war das ganze Universum. Aber sein Zepter, seine Krone und seine Herrschaft kamen aus der Tiefe seiner Seele, aus seinem Herzraum, wo sich der göttliche Funken befand und das wahre Königtum im Menschen bildete. Dieser Funken war gehüllt in Gewänder, königlich und strahlender als die Sonne. Das höchste aller Wesen liebte ihn gar sehr und erfreute sich an ihm. Er nannte ihn seinen kleinen König und seinen Sohn. Alles war Glückseligkeit, Ordnung und Harmonie. Dieser Funke der Liebe, der unser Stammfunke war, verriet sich selbst. Er verriet sein Reich und da er nach seinem eigenen freien Willen handelte, verbitterte er seinen Schöpfer, der ihn doch über alles erhöht und geliebt hat. Was geschah? Er verlor sein Reich, das Reich des göttlichen Willens, in dem ihm alles gegeben worden war. Die Pforten des Reiches wurden geschlossen und das höchste Wesen im Universum nahm das Reich wieder an sich, das er dem Menschen gegeben hatte. Nun hört, ich will euch mein Geheimnis erzählen. Das höchste Wesen im Universum hat, als er sein Reich wieder an sich nahm, nicht gesagt, dass er dieses dem Menschen nicht wieder zurückgeben wird, sondern er hielt es nur unter Verschluss und wartete auf die kommenden Generationen, die um sie mit überraschenden Gnaden zu überhäufen und sie mit hellem Licht zu überfluten, um den menschlichen Willen zu verdunkeln,
der dazu führte, dass ein so heiliges Reich verloren geht. Liebe Freunde, ich bin dabei, ganz interessante Literatur zu lesen zur Entspannung. Das ist von dieser bekannten Anastasia. Und das bewegt mein Denken und Fühlen sehr. Und es gibt so viele andere gute Bücher, die man mal lesen kann, wo man sich in diese Energie hineinfühlen darf. Warum sage ich das? Denn diese Grundgedanken, die ich mir notiert habe, die habe ich, nachdem ich mit solchen Sachen mich beschäftigt habe, eben einbekommen oder reinbekommen als schöne Geschichte, will ich euch die hier mitteilen, was da bei euch sich verändern kann, wenn ihr es dann nur zulasst. In herrlicher Anmut und wunderbarer Kenntnis des universellen Willens wurde er ihn die Notwendigkeit, wir reden hier vom Schöpfer, und den Wunsch verspüren lassen, unser Wollen, diesen sogenannten freien Willen, beiseite zu lassen, welches uns unglücklich macht. Ja, liebe Freunde, da ich unterbrochen wurde, will ich den letzten Satz nochmal wiederholen. Nämlich, da hatte ich gelesen, in herrlicher Anmut und wunderbarer Kenntnis des universellen Willens wurde er ihn die Notwendigkeit und den Wunsch verspüren lassen, unser Wollen beiseite zu lassen, welches uns unglücklich macht. Das höchste Wesen des Universums wollte uns zum göttlichen Willen zurückbringen. Und das ist auch heute immer noch sein Wunsch von dem, der ist. Also das Reich, was er hier betitelt, gehört also uns. Deshalb sollten wir Mut haben, es ist noch nicht alles verloren. Das höchste Strahlen der Liebe erwartet uns. Es ruft uns. Es drängt uns, Besitz zu ergreifen von diesem Strahlen. Wer würde es wagen, das abzulehnen? Wer wäre so töricht, nicht auf seinen Ruf zu hören und so viel Glückseligkeit, die wir haben können, auszuschlagen? Seien wir doch mal ganz fair und lieb und ehrlich mit uns selber. Legen wir doch alle diese ärmlichen Lumpen unseres eigenen Willens, was wir ja Ego nennen, das Trauergewand an sich, unserer Sklaverei, legen wir es bitte ab. Das ist nämlich ein Trauergewand, in welches dieser Ego uns hineingestoßen hat. Lasst uns diese königlichen Gewänder anlegen, die aus Liebe und Licht bestehen und uns mit göttlicher Zierde krönen an jeder von uns, die das bedeutet, diese Taten der Liebe auszuüben. Ja, wenn ihr wüsstet, was der Wille vom höchsten Wesen des Universums bedeuten wird. Wenn wir das alle bewusst wären oder wüssten würden, dann wäre mir wohler und euch ja auch, glaubt mir. Dieser Wille, der beinhaltet nämlich die gesamte Himmel und die Erde. Wenn wir mit ihm, mit diesem Willen,
sind, mit diesem guten Willen sind, gehört uns alles. Und alles nimmt dieser Wille von uns. Wenn wir aber nicht mit ihm sind, mit diesem göttlichen Willen, ist alles gegen uns. Das ist, nennt man auch das Resonanzgesetz. Selbst wenn wir etwas haben, sind wir wahre Diebe unseres Schöpfers und leben durch Betrug und Raub. Es mag sich als harte Worte anhören, aber sinn mal darüber nach, wem alles gehört. Und wenn wir denken, uns gehört etwas, wie wir dann dazu stehen. Wenn wir ihn, diesen Willen, also kennenlernen wollt, dann wollen wir ganz gut zuhören, was ich hier noch weiter ausführen werde. Hier in diesen Zeilen werdet ihr Balsam finden für eure Wunden, die uns auf diese grausame Weise der menschliche Wille, unser sogenannter freier Wille, hat uns diese Wunden zugefügt. Wenn ihr in diese Freiheit kommen wollt, dann atmet ihr dort neue göttliche Luft und erfahrt neues, vollkommenes himmlisches Leben. Ihr werdet den Himmel in eurer Seele fühlen. Neue Horizonte und neue Sonnen sehen und oft werdet ihr Joshua mit Tränen überströmten Anlass sehen, der euch seinen Willen geben möchte. Er weint, weil er euch glücklich sehen will, weil er euch aber unglücklich sieht. Seufzt und klagt. Er betet für die Glückseligkeit seiner Kinder, indem er um euren Willen bittet, um euch das Unglück zu entreißen. Es gibt er euch seinen Willen als Bestätigung für das Geschenk seines Reiches. Wollt ihr wissen, warum die Erde nichts hervorbringt, warum an so vielen Orten auf dieser Welt sich die Erde so oft durch Erdbeben auftut und in ihrem Schoß Städte und Menschen begräbt? Warum ist das so? Wollt ihr wissen, warum Wind und Wasser aufbrausen und alles verwüsten? Warum so viele uns allen bekannte Übel existieren? Das ist eine ganz einfache Ursache. Weil die geschaffenen Dinge dem göttlichen Willen entspringen, der sie auch beherrscht, diese Naturgesetze, sind sie mächtig und gebieten. Sie sind edler als wir Menschen, weil wir von einem menschlichen Willen beherrscht werden und daher sind wir degradiert, schwach und machtlos. Wenn ja um unser Schicksalswillen, den menschlichen Willen, diesen Ego oder sogenannten freien Willen ablegen und das Leben des göttlichen Willens annehmen, werden wir auch stark und gebietend werden. Wir werden so sein, dass wir Brüder der ganzen Schöpfung werden und nicht wie wir heute sind, die Gegner. Und die Schöpfung, die kann uns dann nicht mehr belästigen, sondern sie wird uns die Herrschaft an uns abtreten. Und wir werden glücklich sein in der Zeit und in der Ewigkeit. Begreift doch einfach mal, wie herrlich das höchste Wesen im Universum, die göttliche, universelle Liebe, funktioniert. Begreift es endlich. Denn Gott, die Quelle, das eine,
kommt nicht zu dir. Wir müssen zu ihm gehen aus eigener Kraft. Die Menschen sitzen in ihrem Darm als Opfer und hoffen auf Hilfe. Da können sie an sich lange sitzen und hoffen. Wenn du jedoch aus eigener Kraft dich erinnerst, wer du wirklich bist, was du bist, was du hier auf Erden vorhast und so den Weg zur Quelle, zu Gott allein findest, dann hat die Quelle so richtig Freude, dir zu helfen. Und das kann jeder von uns jederzeit immer wieder testen. Und um sowas zu testen, habe ich jetzt dieses Geschenk für euch mit Ulrike zusammen vorbereitet. Und zwar soll dieses Geschenk euch die Möglichkeit bieten, dass ihr mal richtig tief energetisch gereinigt werdet. Und wir haben uns dafür den Karfreitagmorgen ausgesucht, weil da die meisten Menschen ein bisschen Zeit dazu haben. Ihr könnt selbstverständlich jederzeit uns anfragen, um solch eine Reinigung zu erfahren. Das ist immer möglich. Aber diese Reinigung hier am Karfreitag ist ein Geschenk von Ulrike, mir und vor allem von der göttlichen Führung oder von Joshua oder von der Quelle, damit ihr endlich mal probieren könnt, in Resonanz zu gehen zu dieser wunderbaren Reinigung. Man kann das auch erlernen. Das findet ihr auf unserer Webseite. Das ist überhaupt kein Problem. Interessant, will ich jetzt noch eine kleine Sache machen. Und zwar habe ich gerade vorhin eine E-Mail bekommen, die werde ich stellvertretend für so viele E-Mails, werde ich die jetzt vorlesen, damit ihr seht, mit welchen Dingen wir oft konfrontiert werden. Da war zum Beispiel eine Frage, einige Fragen, was die Messwerte anbetrifft. Heißt das Ansteigen der Messwerte, dass die Menschheit sich entsprechend der steigenden Werte in ihrem Bewusstsein hin zur Liebe verändert? Oder heißt es, dass die Menschheit sich nach einer Reinigung von Mutter Erde nähert und dann alles vorbei sein wird? Ich weiß nicht genau, was da alles vorbei sein sollte. Dann fängt jetzt nämlich die Reinigung erst richtig an oder unsere hauptsächliche Arbeit. Oder bedeutet es wieder das eine noch das andere und sondern was ganz anderes? Ich habe dieser lieben Dame dann geantwortet, ob dann alles die Reinigung, ob man sich dafür nähert. Ja, sage ich, das heißt es auch. Wir nähern uns immer mehr dieser Reinigung, denn diese Schwingungssteigerung hilft ja auch Gaia, in ihren vollkommenen Zustand zu kommen durch diese Steigerungen, durch diese Schwingung. Sie nutzt das ja auch. Desto mehr Kraft sie bekommt, auch von uns, wir können sie darunter unterstützen, dann kann sie sich schneller reinigen. Das war die eine Teilfrage und dann habe ich geantwortet, was diese Dame dann meint mit vorbei sein. Also unsere Arbeit geht hauptsächlich erst richtig los, wenn Gaia sich selber wieder gereinigt hat und wir den Aufbau wieder machen dürfen, aber im Resonanzgesetz des Universums. Dann habe ich geantwortet, diese Schwingungswerte bedeuten, was sie bedeuten, die Parousia oder Gegenwart von Joshua, nichts mehr und nichts weniger. Diese Gegenwart Joshuas wieder bedeutet, dass diese Liebesenergie uns und unseren Körper, unsere DNA, Zellen, Körper, alles verändern können, wenn wir Menschen es zulassen und annehmen, sonst funktioniert es nicht.
Ich bekomme immer wieder Mails geschickt. Ja, mein Nachbar, der grillt jeden Tag ein halbes Schwein auf der Terrasse und ich lebe vegan. Ich habe Probleme und der andere nicht. Das ist klar. Es gibt sehr viele Menschenseelen, die ihren Weg gewählt haben. Anders als wir unseren. Und wir spüren fast gar nichts von diesen Schwingungssteigerungen. Also sind sie noch nicht erwacht. Die Erwachte, die spüren das schon kräftiger. Und die können ihren Aufstieg doch dadurch beschleunigen, indem sie aufpassen, was sie ihrem Körper buchstäblich zuführen und welche Gedanken sie pflegen, denn auch Gedanken verändern unser ganzes Sein. Soweit für heute. Ich hoffe, dass ihr zahlreich dabei seid bei dieser Reinigung, denn auch das hat einen Sinn und Zweck. Denn je mehr Menschen teilnehmen und gemeinsam gereinigt sind und werden, dann ist was praktisch so für Gaia, dass wieder ein ganzer Batzen Arbeit getan wurde, auch zu ihrem Nutzen und zu unser aller Nutzen. Ich danke euch jetzt für alles und sage einfach nur Namaste und bis am Freitag. Dankeschön.